Heilung. Was ist denn nun Heilung? Gesundheit ohne Teilung? Oder ist sie die Kunst der Genesung? Das genaue Gegenteil von Verwesung? Oder ist sie die hohe Kunst von den Ärzten, die glauben, sie könnten Krankheit ausmerzen? Oder ist sie die hohe Kunst der Heilpraktiker und sonstige Heilerpaten, wo einer den anderen übertrifft mit echten und unechten Wundertaten? Oder ist es eine Frage der ganz persönlichen Geschicklichkeit, seinen Körper zu verstehen als Resonanzboden der Göttlichkeit? Oder ist sie auch einfach nur die Wirkung von Natur? Oder ist sie auch dafür ein Zeichen, nicht vom Pfad der Tugend abzuweichen? Oder ist sie in Wirklichkeit nur eine Frage der Ehrlichkeit? Ehrlichkeit mit wem? Fürwahr. Mit dir natürlich, du Narr. Glaubst du wirklich, krank wird man von allein? Ohne auch nur ein bisschen blöd zu sein? Denn ist nicht fast jede Krankheit auch ein Zeichen, dass wir gehörig von den Regeln der Natur abweichen? Oder ist die Heilung und all ihre Folgen das Ergebnis, weil wir den Regeln folgen? Oder ist sie erst dann wirklich gegeben, wenn du führst ein anständiges Leben? Oder ist Heilung ein Geschenk, das nur der Herrgott lenkt? Oder ist sie, ich gebe es zu bedenken, wenn wir bereit sind, endlich einzulenken. Einzulenken in die Straße der Natur. Hier gibt es Heilung immerzu und pur. Oder was ist Heilung?